Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ja, heute kam ein ziemlich heißes Paket zu Hause an. Also man sieht es auch an meinem Daumen. Wunderschön. Heute kam ein Paket von Amazon und ich sehe jetzt gerade erst, dass hier drauf steht Amazon Prime, Premium. Hä? Keine Ahnung, ich habe eigentlich kein Prime, aber gut zu wissen. Ja, das Ganze packen wir jetzt natürlich mal aus. Aua, das tut ganz schön weh mit dem Daumen. So. Ich bin schon wirklich sehr gespannt. Sehr viele Leute haben ja auch eine Riesenwelle geschoben. Ob sie denn wirklich auch das bekommen, was ich jetzt hier habe, weil es ist ja ausverkauft und bla bla bla. Und ich bin halt auch gespannt, ob auch das drin ist, was ich erwarte. Und es lächelt mich doch schon an. Verdammt, ich hätte da nochmal aufschneiden müssen. So. Da, 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 da. Nehm mir das mal kurz weg. Weil irgendwie ist das doch ein bisschen sperrig. So. Und da haben wir das gute Stück. Das habe ich hier noch gekriegt. Aha. Irgendwie liegt hier noch nicht einmal eine Rechnung bei. Naja, gut. Ja, ein Mini-NES. Ich denke mal, viele haben schon gesehen, was für ein Ding das ist, worum es geht. Ja, hier unten steht es auch nochmal drauf. In diesem kleinen Kasten sind ganze 30 Spiele vorinstalliert. Und ja, da sind unter anderem Spiele bei, die mir auch noch selber in der Sammlung fehlen. Und ich finde, das Ding ist einfach geil. Ohne Scheiß, das Ding fetzt einfach wie Sau. Und die Anschlüsse hier, mal so als Information an euch, da kann man auch von der Wii die Classic Controller anschließen, sofern ihr noch welche habt. Mal so als Info, falls ihr keinen zweiten davon habt. So, ja, was haben wir denn hier alles für Spiele drauf, um das hier mal abzuarbeiten? So grob. Ja, von Mario bis Zelda haben wir eigentlich alles dabei. Castlevania, Pac-Man, Metroid, Mega Man 2. Ich meine, Mega Man 3 war sogar auch noch hier drauf. Ja, Final Fantasy, Star Tropics, da freue ich mich am meisten drauf. Habe ich auch noch nicht gespielt, offiziell. Hört sich auch an, offiziell. So. Ja, vorweg, ich finde es schon mal schade, dass man hier nur 30 Spiele drauf hat. Vielleicht kann man sich da noch irgendwie was modden oder so. Da wird es wahrscheinlich die nächsten Tage irgendwelche Videos zu geben. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und würde mich freuen, wenn es da echt irgendwie so die Möglichkeit gibt, weil ich weiß gerade die Daten nicht aus dem Kopf. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass der Kasten auf jeden Fall mehr Speicher hat, als die Spiele das überhaupt einnehmen. Heißt, Nintendo könnte da den Moddern wirklich so ein bisschen Spielraum gelassen haben, aber lassen wir uns mal überraschen. Wahnsinn, ich packe eine NES aus, ey. Habe ich in meinem Leben auch noch nicht gehabt. Wobei, habe ich? Nee, habe ich offiziell nicht gehabt. Ich glaube, das habe ich nicht mehr mitgekriegt. Also wir hatten eine gehabt, aber wie das denn so war, das habe ich dann nicht mitgekriegt. So, da haben wir Bedienungsanleitung. Braucht man wahrscheinlich nicht. Das wird denn der Controller sein. Da bin ich auch sehr gespannt, ob der originalgetreu ist, weil ich habe da ja was vorbereitet. Alter. Nice. Fuck. Also gut, weil ich es jetzt halt in der Hand habe, werde ich das auch mal machen. Hier rechts haben wir das Original für den NES. Und man sieht eigentlich auch schon, dass das Ding 1:1 gleich ist, außer dass der halt schon etwas gelitten hat von der Farbe her. Wahnsinn, ey. Ich bin total begeistert gerade. Ich hoffe, man merkt mir das auch irgendwie an. So, wie sieht das denn so von hinten aus? Ich meine, selbst von hinten sieht es fast gleich aus, wenn man das so erkennen kann. So von dem Zeug hier. Hier stehen noch so Müllwegwerfsachen drauf. Muss ja, glaube ich, heutzutage so sein. Geil. Das ist richtig gut. Und alleine hier so vom
Druckgefühl her fühlt sich das auch genauso an. Ich weiß gerade nicht, wo ich es gelesen habe. Auf jeden Fall irgendein Nutzer meinte, dass eine leichte Verzögerung von der Steuerung zu merken ist. Ist bei diversen Spielen sehr unpraktisch, wie Mega Man zum Beispiel oder Castlevania. Das wäre natürlich sehr blöd, wenn das Ding wirklich so einen kleinen Delay drin hat, aber ich lasse mich überraschen. So, dann haben wir hier die Konsole und ich denke mal, dass das das war, oder? Ne, das ist natürlich nicht. Da ist ja auch noch Kabelkram. Ja, wie komme ich da jetzt ran? Ah. So, da haben wir einmal das hier und einmal das. Erstmal zur Seite damit. Das ist doch für die Stromversorgung, glaube ich. Weil soweit ich weiß, läuft das Ding über USB. Finde ich mega nice. Rein theoretisch, ich weiß nicht, inwiefern es technisch möglich ist. Aber vielleicht könnte man sogar das Ding an ein Tablet anschließen mit einem Adapter und bla bla. Keine Ahnung, ob das geht, aber von der Theorie her sollte es gehen. Ja, und ein HDMI-Kabel. Habe ich eigentlich gar nicht so viele von. Deswegen kommt mir das eigentlich recht gelegen und ja, mega gut. So, jetzt bin ich gespannt, wie das Ding dann so aussieht in Original. Also wenn man das so vor sich sieht. Oh mein Gott. Okay, das ist echt nice. Auch hier mit den gummierten Rutschdingern. Voll gut, mega gut. Ich finde das Druckgefühl vom Startknopf ist original wie beim NES. Ja, ich hätte es mir natürlich auch noch ein bisschen geiler vorgestellt, wenn jetzt hier die 30 Spiele so als kleine Cartridge dabei wären, die man dann hier so reinschieben kann. Ich habe von irgendeinem YouTuber mal so ein Video gesehen, der hat sich so ein Ding eigentlich auch gemacht. Nur echt mit Cartridges, die er sich reinstecken kann in den Schacht und ja, mega cool. Ich meine, klar, einige werden vielleicht sagen, das Ding ist eigentlich mega unnötig, vielleicht auch zu teuer für 60 Euro, weil man könnte sich auch einen Raspberry Pi kaufen für, ich weiß nicht wie viel der kostet und macht sich den Kram selber. Habt ihr recht, weil da hat man auch vielleicht ein bisschen mehr von, nur man hat halt nicht diese coole drumherum Gedöns und wer weiß, ob man damit wirklich was modden kann. Weil ich meine, man hat hier die Möglichkeit mit USB irgendwas zu machen und da könnte man rein theoretisch irgendwie was veranstalten. Und ich meine, es ist original von Nintendo und da wo Nintendo draufsteht, wird eigentlich auch schon von mir instant gekauft, so zu 90%. Ich meine, ich muss das einfach haben. Als Sammler ist das einfach mega gut und ein Muss. So, ja, den Controller, den hatte ich ja hier schon mal verglichen. Ich kann das ja trotzdem mal hier ausbreiten. Ich meine, die Folie packe ich da jetzt nicht aus. Das würde ich so ein bisschen unnötig finden. Mensch, was geht denn mit dem Kabel hier? So, genau, jetzt wollte ich mir nochmal hier die Konsole anholen. Nicht erschrecken, die ist auch so ein bisschen in die Jahre gekommen. Ziemlich ärgerlich. Ja, schauen wir uns das Ganze einfach mal so originalgetreu an. Ja, also man sieht hier schon, diese Rutschdinger sind auch mit dabei. Auch an den, ich weiß nicht, Lüftungsschlitz haben die auch gedacht, so ungefähr. Ja, seitemäßig kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Und von hinten, gut, ein paar modernere Anschlüsse. Aber selbst hier sind sie originalgetreu geblieben. Das finde ich wirklich extrem gut. So. Und von vorne sieht es halt auch mega toll aus. Also ich meine, dass er so ein bisschen kacke aussieht, weiß ich. Aber dass er so extrem mies aussieht, sehe ich auch jetzt gerade erst. Naja. Ja, das ist eigentlich so... Moment. So ist das eigentlich auch der direkte Vergleich gewesen zu den beiden Konsolen hier. So, bevor die Kamera denn von sich aus einen Schnitt macht. Ja, ich bin wie gesagt sehr gespannt. Ich meine, ich habe sie jetzt gerne gekauft. Für 60 Euro kann man nicht drüber meckern, weil das Ding wird wahrscheinlich in einigen Jahren eh im Wert steigen. Aber ich kaufe es ja, um zu zocken, weil sonst hätte ich es jetzt auch nicht ausgepackt.
Und ja, ich werde mir auf jeden Fall nochmal einen zweiten Controller besorgen, weil einer war doch ein bisschen blöd und ich habe auch keinen vorbestellt. Der Witz ist ja, viele haben sich aufgeregt, dass sie das Ding wahrscheinlich gar nicht heute gekriegt haben, also am Freitag. Und ich habe mich eigentlich, ja, mir war es eigentlich egal, wenn nicht heute, dann morgen und notfalls hätte ich in der Stadt noch einkaufen können, habe ich gedacht. Ja, und ich war zufällig heute in der Stadt unterwegs, war auch beim Mediamarkt und dachte mir mal, ach, guck doch mal nach, ob die da welche haben. Ich meine, ich wusste ja, dass das Ding schon zu Hause liegt. Und da hatte ich die Verkäuferin einfach mal gefragt, weil ich hatte mir dann halt auch überlegt, einen zweiten Controller zu holen. Und da meinte sie halt eiskalt, dass sie dann den Wagen hatte mit den ganzen Konsolen drauf, den rumgeschoben hat, wollte sie gerade auspacken. Nur dazu ist sie gar nicht gekommen, weil die ganzen Leute ihr die Konsolen aus der Hand gerissen haben. Und die, die vorbestellt haben, mussten sie hinter die Kasse sperren. Echt Hammer, ey. Leute. Ja, auf jeden Fall, ich bin echt gespannt, wie oft sich das Ding jetzt hier verkaufen wird. Weil vielleicht kommt Nintendo ja auf die Idee und sagt so, ja, das kam doch schon ziemlich gut bei euch an. Machen wir nochmal ein Super Nintendo und eine N64 Mini-Version. Wenn das kommen würde, ich würde so ausrasten. Also Super Nintendo und N64, dann habe ich alles erlebt, dann kann ich auch in Ruhe sterben, weil das wäre natürlich ein Highlight. Aber dann auch bitte irgendwie mit einer Option, dass man mehr als 30 Spiele irgendwie besitzen kann oder drauf machen kann. Keine Ahnung, man kann sich da ja irgendwie was ausdenken. Weil 30 Spiele ist schon recht mager. Für ein NES ist es zwar viel, sage ich ganz ehrlich, weil 30 gute Spiele ist schon eine Menge, aber für den Super Nintendo und für die N64, da gab es ja so viele Spiele für, da reichen 30 bei weitem nicht. Und ja, das war jetzt eigentlich auch mein Unboxing zu der NES Mini. Eine kleine Vorankündigung für die Leute, die mich nicht bei Facebook verfolgen oder Instagram oder keine Ahnung. Demnächst, ich habe alles schon fertig, muss es nur noch bearbeiten, keine Sorge, bla bla. Demnächst kommt jetzt wirklich das Gewinnspiel zu den 4000 Abonnenten. Habe ich jetzt alles in trockenen Tüchern, muss nur noch fertig gemacht werden und ja, dann kommt das online. Könnt ihr euch also schon mal drauf freuen. Wird jetzt demnächst losgehen, habe mir da ein bisschen was einfallen lassen und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ja, das war's denn jetzt erstmal von mir. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch viel Spaß und haut rein.